Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man am besten die Ventildeckeldichtung wechselt, die bei den meisten BMW 6-Zylinder-Modellen verbaut ist. Ich versuche es so detailliert und verständnisvoll zu erklären, damit es auch wirklich jeder selber machen kann und in der Werkstatt nicht viel Geld lassen muss. Ich mache das an einem E60 525i, bei dem wurde vor kurzem die Dichtung schon mal erneut, ist aber wieder undicht. Aber woran das liegt, das kann ich mir schon denken und das möchte ich euch in diesem Video auch zeigen. Bleibt dran! So, wir wollen die Ventildeckeldichtung wechseln. Die ist hier. Und hier hinten ist sie wieder undicht geworden. Das sieht man jetzt leider schlecht. Jetzt müssen wir uns erstmal Platz schaffen. Also muss die gesamte Verkleidung samt Pollenfilter ab. Normalerweise reicht es, wenn ihr nur die Seite abnehmt. Ich mache aber immer beide Seiten, weil ich die Domstrebe auch mit abnehme. So habe ich einfach viel mehr Platz zum Arbeiten. Als erstes nehmt ihr das Mittelstück ab. Dafür drückt ihr die Lasche hoch und zieht es einfach raus. Jetzt kommt der Pollenfilter raus. Dann macht ihr die Klammer ab. Und hier auf der Seite ist ein 13er Sechskant. Den dreht ihr ca. 90 Grad nach links. Und jetzt könnt ihr den Filter rausnehmen. Jetzt kommt das kleine Seitenteil ab und das zieht ihr einfach hier so raus. Als nächstes muss das Gummi ab, das zieht ihr einfach nach oben raus. Als nächstes kommt das Unterteil hier raus. Da löst ihr wieder mit einem 13er Sechskant die vier Riegel. Den und den. Hier sitzt nur eine Schraube, die muss auch noch raus. Die hier ist nicht mehr original, da hat schon einer eine Kreuzschraube reingedreht. Normalerweise ist hier eine Torx-Schraube T25 drin. Jetzt hebt ihr die Seite ein bisschen hoch und zieht es einfach raus. Das gleiche macht ihr nun auf der Seite. Jetzt nehme ich die Querstrebe ab, das ist aber nicht zwingend notwendig. Die löst ihr an den vier Bolzen hier. Dafür braucht ihr einen T45 Torx. Bevor ihr die abnehmt, Kabel hier abmachen. Jetzt sind die zwei Kabelbäume im Weg. Ich nehme das jetzt hier raus. Dann nehme ich einen Draht und mache das am Wischerarm fest. Das Kabel mache ich hier so zur Seite. Das habt ihr wahrscheinlich nicht, das ist für Autogas. Jetzt nehmt ihr den Schlauch für die Kurbelwellenentlüftung ab. Den müsst ihr hier oben und hier unten zusammendrücken und dabei ziehen. Die beiden Verkleidungen müssen jetzt ab. Dafür macht ihr die vier Kappen hier ab mit so einem kleinen Schlitzschraubendreher. Jetzt mit einer Knarre und einer 10er Nuss die zwei Bolzen hier oben abschrauben und hier unten die zwei Muttern. Das hier könnt ihr jetzt einfach so abnehmen. Hier nehmt vorher den Deckel ab. Jetzt rausnehmen. Als nächstes schraubt ihr die zwei Massekabel ab, hier und hier. Das sind 8er Muttern. Als nächstes macht ihr alle Stecker von den Zündspulen ab. Ist ziemlich einfach, ihr macht es nach oben und zieht den Stecker ab. Als nächstes macht ihr die Steckerleiste hier ab, die ist hier so reingeklipst. Hier sind zwei Nasen, hier ist eine und hier unten sind nochmal drei Stück. Die macht ihr hier einfach mit einem Schlitzschraubendreher, macht es hier rein, drückt es ein bisschen nach hinten und jetzt ist es ab. Und das macht ihr bei den anderen vier genauso. So, die Steckerleiste ist jetzt ab. Machen wir das Ding ab.
fädeln das hier durch. So, machen das jetzt hier in die Ecke und dann stört es nicht. Jetzt nehmen wir alle Zündspulen raus. Ist auch nicht so schwer. Einfach dran ziehen. Raus. Ach, guck mal hier. Schon mal einer nummeriert. Doch noch richtig. Eins für den ersten Zylinder. Na Mensch, dann brauche ich das nicht hinzuschreiben. Oh, zwei auch. Jetzt nehmen wir die Stecker für die Lambda-Sonden raus. So. Jetzt haben wir gut Platz. Jetzt können wir den Ventildeckel abschrauben. Und zwar sind das insgesamt 15 Schrauben. Hier. Und in der Mitte sind 4 Schrauben. Die lösen wir von außen nach innen. Jetzt sind alle Schrauben raus und wir können den Ventildeckel abnehmen. Der wird ja bestimmt nicht so schwer abgehen, da ja die Dichtung vor kurzem schon mal gewechselt wurde. Jetzt zeige ich euch mal schnell, warum es nach kurzer Zeit wieder undicht geworden ist. Schaut mal hier, wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts, denn hier fehlt nämlich was. Hier an den Halbmonden muss mit Flüssigdichtung gearbeitet werden und das wurde hier nicht gemacht. Darum muss die ganze Arbeit nochmal gemacht werden, aber diesmal richtig. Jetzt machen wir erstmal die Dichtung ab. Jetzt geht's ab zum Teilewascher. Sauber machen. So, ist einigermaßen sauber geworden im Teilewascher. Jetzt kommen die neuen Dichtungen. Hier ist so ein Steg. Den steckt ihr hier einfach rein. Ziemlich simpel. Jetzt kommen die Dichtungen hier noch. Das ist eigentlich egal, wie die hier reinmacht oder hier. Die könnt ihr ruhig vertauschen. Aber hier ist so ein Dings dran. Müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass es immer schön in dem Loch ist. Boah. Die andere Seite schön festdrücken. Fertig. Was ihr auch immer machen solltet, sind die Gummis von den Schrauben erneuern. Jetzt müsst ihr hier noch die Dichtflächen schön sauber machen. Hier, das nicht vergessen. Ich mache das immer mit einem Lappen und Verdünnung. So, alles sauber. Jetzt kommt die Flüssigdichtung. Die macht ihr bei den Halbmonden jeweils links und rechts über die Ecken drauf und das bei allen Vieren. Und dann noch hier und hier, wo der Zylinderkopf auf den Stirndeckel trifft. So sollte das aussehen und nimmt bitte eine Flüssigdichtung, die mindestens bis 250 Grad hitzebeständig ist. Nun können wir den Ventildeckel montieren. Ihr müsst darauf achten, dass der Ventildeckel gerade aufsetzt, sonst verschmiert die Flüssigdichtung. Bisschen andrücken. Jetzt alle Schrauben rein. Und nur ganz leicht anziehen. Jetzt werden die Schrauben im Kreuzverfahren mit 10 Newtonmeter angezogen. Ich blende euch eine kleine Grafik ein, die ich gemacht habe. Dort könnt ihr die genaue Reihenfolge sehen, wie ihr die Schrauben anziehen müsst. Fertig! Jetzt können wir alles wieder zurückbauen.
die beiden Lambda-Sondenstecker wieder rein. Steckerleiste wieder reingeknipst. Die beiden Massekabel wieder angeschraubt. Zündspulen wieder rein. Stecker wieder rein. Abdeckung wieder drauf. Die beiden Muttern rein. Öldecke wieder drauf. Die andere Abdeckung drauf. Jetzt die vier Schraubenabdeckungen drauf. Kabelbäume wieder befreien. Und hier hinten wieder reinstecken. Die Querstrebe wieder rein. Kabel wieder rein. Kabelbaum festgemacht. Abdeckung wieder rein. Die kleine Ecke wieder rein. Pollenfilter rein. Die Seite auch wieder rein. Kleine Ecke wieder rein. Den Pollenfilter wieder rein. Das Verbindungsstück wieder rein. Gummi wieder drauf. Fertig! Das war's auch schon wieder mal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und vergesst nicht die Flüssigdichtung, sonst wird's wieder undicht. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Autohändlerin.